So, hallo. Hallo. Jetzt müssen wir mal gucken, ob wir das mit Licht machen. Einen Moment, lassen wir es noch so. Ja, lang, lang ist es her, die letzte Zeitreise. War fast schon letztes Jahrtausend. Und ja, wir haben heute ein Jubiläum zu feiern. Es ist die 25. Folge Zeitreise. Und das heißt, wir werden uns auf ein lang ersehnendes Versprechen zurückgreifen. Denn wer sich erinnern kann, die erste Folge, da haben wir vorgestellt, das schwarze Auge, das Dorf des Grauens. Und da habe ich auch schon gesagt, wir werden auch irgendwann mal die anderen Spiele vorstellen. Und das werden wir jetzt kategorisch so machen. Wir werden heute das schwarze Auge, die Burg des Schreckens machen. Und das da machen wir dann in der 50. Folge. Tatsächlich. Ja. Weil es ist doch ein richtig großes Thema und in der 50. Folge werden wir dann alle drei Spiele vorstellen und dann auch so in der Konstellation zusammenbauen, wie sie denn gedacht sind. Kurz vorab, ja, ein Vierteljahrhundert Zeitreise kann man jetzt schon sagen. Also ein Vierteljahrhundert, also ein Viertelhundert, ja, Jahrhundert nicht, ein Viertelhundert Zeitreisefolgen. Wir werden weitergehen in das Dorf des Grauens. Schauen wir nochmal ganz kurz drauf. Wir haben das damals ja besprochen und gab auch sehr, sehr viele Kommentare. Ganz interessant, da war auch ein Thema, dass ja das Dorf des Grauens, weil ich es als Rollenspiel bezeichnet habe, gar kein Rollenspiel wäre. In der offiziellen Triva der Rollenspiele steht das Dorf des Grauens und auch die anderen drei Spiele mit drin. Jetzt könnte man sagen, es ist nur einfach ein schlichtes Tabletop mit billigen Regeln und man kann es nicht auf ein Rollenspiel runter reduzieren. Doch kann man natürlich, selbstverständlich. Was macht man aus so einem Spiel? Das ist die große Frage. Als ich das als Kind bekommen habe, muss man dazu sagen, war das was ganz Neues. Es gab kein Warhammer. Mystic Quest, das ist halt die Frage, wer hat erst das Dorf des Grauens gespielt oder erst Mystic Quest? Für mich war Mystic Quest zu steril. Was heißt steril? Es ist bestimmt nicht schlecht. Ich habe es nie gespielt. Ich habe Mystic Quest? Hero Quest. Oh mein Gott, Hero Quest. Was für ein Patzer. Hero Quest habe ich nie gespielt. Damit habe ich auch keine Verbindung. Weil ich Hero Quest einfach nicht gekauft habe. Bei mir war es das Dorf des Grauens. Das habe ich nicht gekauft, sondern das habe ich damals gegen das Spiel Incognito getauscht mit einem Freund. Und hatte dann das Dorf des Grauens. Und das war mein Einstart für Tabletop. Rollenspiele in dem Sinne. Warum sage ich Rollenspiel, wenn es doch nur ein einfaches Tabletop ist? Zu der Zeit war das das erste Tuchfühl für viele Kinder, wo es überhaupt in diese Fantasy-Brettspiele-Welt ging. Und teilweise war es auch so, wenn man jetzt nicht gerade ja, sehr bewandert war, das ist einfach so, viele Kinder haben das nicht mal nach Regeln gespielt. Ich zum Beispiel nicht. Ich habe mir meine eigenen Regeln gemacht, die sich grob an der Anleitung im Regelwerk gerichtet haben. Aber grundsätzlich habe ich gespielt. Die Figuren hatten Charakter. Ich baute zu der jeweiligen Figur einen Charakter auf. Mein Lieblingscharakter war zum Beispiel der Prinz und Händler. Das war dann für mich der George. Und der hatte dann dementsprechend seine Fähigkeiten. Er hat auch immer das Katana gehabt, warum auch immer. Weil es mir halt gut gefallen hat, ganz klar. Und wenn ich das mit Kindern gespielt habe, dann war das einfach wirklich so. Wir haben uns in die Rollen reinfixiert. Wir haben nicht einfach nur Brettspiel gemacht, wie so ein stumpfes Kind, das wo sich jetzt ein Mensch ärgerlich gekauft hat und einfach mal im Kreis läuft, sondern wir haben uns wirklich da reingearbeitet. Wir waren dann diese Welt und diese Welt hatte ihre eigene Geschichte und dann hat jeder seinen Dialog, der erzählt wurde, also so richtig Pen and Paper-like für mich. Für mich war das die Vorstufe zum Pen and Paper und allem, was danach folgte. Nachdem ich das Dorf des Grauens gehabt hatte als Kind, habe ich dann 3, 4 Jahre später mit Warhammer angefangen, erste Edition. Und erste Edition, wer die noch kennt, der weiß, was das heißt. Auch sehr, sehr, sehr viel Rollenspiel, Pen and Paper. Erfinde deine Geschichte. Stell dir eine Sichtmappe auf. Du bist der Spielemeister und die anderen werden sich in deiner Welt und deiner Geschichte fügen. Und wenn sie gut ist, spielen sie mit, wenn nicht, dann nicht. Und ich habe dann auch jahrelang, bestimmt 20 Jahre lang Pen and Paper Gruppen gehabt und die auch mit solchen Figuren teilweise wirklich unterstützt. Also man hat nicht nur Pen and Paper gemacht, hat sich nicht nur ein Regelwerk gekauft, sondern ich habe die Regelwerke selber geschrieben und habe dann halt, wenn irgendeine Figur gepasst hat als Gegner, hatte ich dann immer so ein kleines Battlefield und da habe ich dann halt zum Beispiel so eine Schlange mit rein, weil es einfach super gepasst hat als Gegner. Also man kann sich da schon so ein bisschen vorstellen, wie man es aus Stranger Things kennt vielleicht so. Also die, wo wirklich gar nicht Ahnung davon haben und schon mal Stranger Things gesehen haben, die könnten zum Beispiel
verstehen, was ich meine. Dieses völlig eigene Spielen, das eigene Kreieren von Rollenspielwelten. Und darum geht's auch. Wenn man das da hier einfach nur so stumpf spielt, ist es natürlich ein Tabletop, hat wenig Story, nur ein bisschen angekratzt. Aber als Einstart in den 90ern, 80ern, war das Dorf des Grauens natürlich, das war dann schon eher 90er, war das Dorf des Grauens das Prestige-Ding. Das gab Werbung davon, es wurde überall gesehen, auch HeroQuest natürlich. Und je nachdem, man hat nicht immer zwei Spiele gehabt. Man hat entweder eins gehabt oder zwei, wenn man ein bisschen betuchter war. Aber grundsätzlich hat man immer ein Spiel bekommen und da hat man sich reinfixiert. Und für mich war das Dorf des Grauens. Und das Witzige war ja auch noch die Veröffentlichung von das Dorf des Grauens. Erst kam das, dann kam die Burg des Schreckens und dann das Tal des Drachen. Und das ist falsch. Auch der Name wurde abgeändert. Bei der Burg des Schreckens stand da nur das schwarze Auge drüber, während hier ja noch Dorf des Grauens schwarze Auge steht. Also hier sieht man, es ist das schwarze Auge, das ist die Firma im Endeffekt, also die Spielfirma an sich, wo es Haus gemacht hat, war Schmidt Spiele. Aber das schwarze Auge ist das Themenspiel, das ist halt eine Marke, wo mehrere solche Rollenspiele kreiert und herausgebracht hat. Und grundsätzlich hat das Schwarze Auge auch in Deutschland sehr viele andere Spiele außer Dorf des Grauens veröffentlicht. Aber in ganz kleiner Stückzahl. Und da musste man wirklich im speziellen Brettspielladen, Comicladen sein, wo es das gab. Und das ist nicht wirklich bei jedem Kind der Fall. Auch vor allem die Altersunterschiede muss man sich auch mal wieder bedenken. Ich war, glaube ich, circa 11 oder 10, wo ich das Spiel gehabt habe. Da war ich doch noch recht klein. Da habe ich mich noch nicht in irgendwelchen Nerd-Läden rumgetrieben und mich mit dem Schwarzen Auge spezieller beschäftigt. Das gab es natürlich bei manchen, aber eher doch war das halt so der Kindheitsweg. Und dann ist halt natürlich das Verwirrspiel, dass dann auch noch die Spiele in falscher Reihenfolge entstanden sind. Dann gab es das Schwarze Auge, das große Fantasy-Abenteuerspiel. Hier machen wir mal kurz das Licht wieder aus, dass man es besser sieht. Moment. Na, jetzt hat. Da gab es dann das Schwarze Auge, das große Fantasy-Abenteuerspiel. Obwohl es eigentlich die Burg des Schreckens ist. Das Witzige ist, das haben dann manche Nerds gemerkt und dann auch dementsprechend bemängelt beim Schwarzen Auge oder bei Schmidt Spiele. Und dann gab es dann noch eine Variante, wo dann auch die Burg des Schreckens drüber stand. Ich finde die Variante hier vom Sammlerwert her besser, weil es einfach die erste Variante ist und die seltenere Variante. Die Burg des Schreckens selber als Themenspiel habe ich auch schon mal gehabt. Da war ich auch kleiner. Habe ich nicht so oft gespielt mit, muss ich ganz ehrlich sagen, weil das habe ich dann wesentlich später bekommen, als ich mit den Freunden, wo ich das Dorf des Grauens gespielt habe, schon gar nicht mehr so zu tun hatte. Da lag ein bisschen ein Umzug und sowas. Und dann habe ich das halt dann nicht mehr irgendwann gekauft, aber auch dann nicht wirklich groß gespielt. Ich kann damit nur beziehen, dass ich dann mit meinem Sohn irgendwann mal mitgespielt habe und meiner Familie. Das war sehr schön. Das war richtig schön. Genau, und das Dorf des Grauens haben wir ja auch schon mal gespielt. Das war auch sehr schön. Ja. Und wir haben das ja auch so gemacht, dass die Figuren einen Namen hatten, dass sie ein bisschen Blödsinn machen und sowas. Das ist halt das Wichtige. Und deswegen bleibt für mich das Schwarze Auge, Dorf des Grauens, Burg des Schreckens, Tal des Drachens, immer ein Rollenspiel, weil es ist immer das, was man daraus macht. Und ich finde, wer das spielt und nichts daraus macht, der spielt sowas eigentlich auch nicht. Also, oder ist nicht so betagt in Sachen Fantasie, dass er damit richtig umgehen könnte, in Anführungsstrichen. Natürlich kann man das auch ganz normal runterrattern, spielen und fertig. Aber ich finde, man sollte da schon ein bisschen die Fantasie anregen. Kleines Manko, ich habe hier irgendwas kleben. Ich weiß nicht, wo das herkommt. Ich glaube, das ist Warhammer-Farbe, das kann man wegwischen. Aber das habe ich jetzt nicht mehr vom Video gemacht. Ich schäme mich zutiefst. Ja, wir sind noch ein bisschen verhustet, entschuldigt. Ich hoffe, ich kann das schneiden. Jetzt hat es auch geklingelt, weil man hört einen Hund bellen. Das ist der Idefix. Und dementsprechend machen wir jetzt einfach mal weiter. Ich muss hier noch ein bisschen Staub entfernen. Das steht ganz schön im Schrank, im Wohnzimmer oben. Und da liegen die so aufeinander. Ganz kurz, bevor wir jetzt kurz die Burg des Schreckens aufmachen, die bauen wir nämlich jetzt auf. Nochmal ganz kurz zum anderen Spiel, das Tal des Drachen, das haben wir auch da in einem 1A-Zustand. Also da ist wirklich kaum was dran, bloß ganz, ganz, ganz leichte Ecken an der Seite. Ultra selten. Das hieß dann das Tal des Drachens. Im Grunde ist es so, eigentlich kam erst dann das Dorf, dann die Burg. Und das ist völlig verquer von Schmidt Spiele herausgegeben worden. Das Tal des Drachen werden wir uns irgendwann noch anschauen. Also hier auch gleich das nächste Versprechen. Wir schauen uns alle an und beim nächsten Mal schauen wir uns dann alle drei zusammengefügt auf einem großen Tisch an. Aber das wird noch ein bisschen dauern, Folge 50 dann. Ja, gehen wir erstmal auf die Verpackung ein. Und da muss man schon sagen, zum Vergleich gegenüber der anderen Verpackung ist hier eine Menge los. Das Dorf des Grauens hatte ja diesen Echsenmenschen und diesen Elf, diese Wölfe, ganz schön designt und hier geht es dann weiter.
Grundsätzlich vermute ich, das ist eine reine Vermutung, also gibt es keine Indizien, die wohl für sich sprechen, außer meine Erfahrungswerte, die ich damals gemacht habe. Ich glaube, dieses Cover ist dann kurz nach HeroQuest entstanden, weil hier auch der Barbar mehr im Vordergrund steht. Und HeroQuest, muss man dazu sagen, war etwas erfolgreicher. Das stimmt schon. Also HeroQuest, das war, konnten sich viele mit verifizieren, eben wegen diesen starken Helden gegenüber den schwachen Elfen des Dorf des Grauens. Ist es natürlich, Elfen waren hier nicht so stark vertreten, wie jetzt zum Beispiel in England oder Amerika. Hier waren es dann doch eher schon die Barbaren, auch durch He-Man, auch durch Conan, auch durch diverse verschiedene Filme, wo das einfach den Barbar stark gemacht hat. Das ist was, das auch sehr nordisch, sehr, sehr europäisch wirkt. Und der Barbar an sich mit seiner Stärke, mit seinem Schwert hält, der hat schon was ausgemacht. Ich gehe mal stark davon aus, dass dieses gezielte, das schwarze Auge auch, dass man jetzt das nicht die Burg des Schreckens genannt hat, sondern dieses schwarze Auge. Also das sollte halt wirklich dann auch ein bisschen den Kampf, den Kampfgeist der Kinder natürlich erheben und dann natürlich auch die Kaufkraft, die darf man nicht vergessen. Und hier sieht man dann auch noch hier so einen, ja, eher, wie soll man sagen, so einen südländisch wirkenden Helden mit etwas dunklerer Haut, mit goldener Rüstung und Morgenstern, was ja auch schon ein bisschen Interpretation ist, finde ich sehr cool. Ist auch raffiniert gemacht und er gefällt mir Hammer. Das war meine Lieblingsfigur, muss ich gleich dazu sagen. Dann haben wir hier noch so einen Priester. Ja, der Priester, der ist so ein bisschen im Hintergrund gestellt. Das ist dann schon was ein bisschen für die Leute, die wohnen halt ein bisschen so. Die Essenz eines etwas höheren Geschöpfes haben, eines etwas hochadeligeren. Dann gab es hier noch natürlich den Zwerg, den typischen Volksmann der Gruppe, der Zwerg mit der Axt. Das ist natürlich absolut eindeutig. Der kann immer dazu sein. Und dann halt noch der ikonische Held, der Barbar, der wo halt dann die Figur hier als Hauptfigur darstellt, obwohl sie eigentlich gar nicht die Hauptfigur ist. Hier sieht man dann noch so einen coolen Ork. Der ist auch schön reingemacht. Schauen wir mal, dass wir von den Lichtverhältnissen besser hinkommen. Ja, aha, na, da müssen wir ein bisschen biegen. Ja, hier sieht man es schön. Hier sieht man dann auch noch so einen Ork mit einem Schwert. Ganz typisch der Ork. Hier im Hintergrund fliegen ein paar Drachen. Ganz interessant, weil das ist ja dann da hinten das Tal des Drachen, könnte man sagen. Ganz klar, ich nehme an, es ist ein Manticore. Ja, natürlich. Hier ist der Stachel eines Skorpions. Der Manticore-Löwe. Auch ein interessantes Detail, was man nicht immer sofort bemerkt hat, erst wenn Kinder sich wirklich auf die Fantasie eingelassen haben und dann wirklich drauf geguckt haben. Der Manticore ist natürlich so eine der Fantasy-Highlight-Figuren und als Löwe stellt er sowieso eine brachial gefährliche Figur dar. Und wer halt dann ganz genau hingesehen hat, hat dann auch gemerkt, oh, der hat den Stachel eines Skorpions, was sehr interessant ist und was auch sehr tiefgreifend ist, auch für heutige Fantasy-Werke. Wer sowas gemerkt hat, wem sowas aufgefallen hat, ist als Kind und dann später vielleicht einen Manticore in irgendeiner anderen Form, das war bei mir in verschiedenen Videospielen, wieder trifft, hat dann Wiedererkennungswert. Und dann ist halt der Manticore etwas, damit verbindet man was. Das ist sehr, sehr eigen. Und jeder, der das gemerkt hat, wird diese Verbindung sofort spüren, wenn er einen Manticore woanders sieht. Ich habe den Manticore das erste Mal in diesem Spiel gesehen. Ich habe es gemerkt damals. Und für mich war mein ganzes Leben lang der Manticore dann eine bedeutende, ikonische Rollenspielfigur, ein Monster aus Fantasy-Welten, das man sich immer wieder, immer wieder für sich neu entdeckt. Hier der Manticore schießt mit einem Laser die Axt vom Zwerg kaputt, ist auch ganz geil gemacht. Das lenkt dann auch noch so ein bisschen ab. Durch diesen Funkensprüh habe ich dann auch die Metroid-Waffe aus Super Nintendo-Spiel Super Metroid anders wahrgenommen. Da gab es ja diese Waffe, die wo an den Wänden entlang schlittert. Und dann habe ich auch daran denken müssen, so ein abfallender Laserstrahl, so ein abfallender Schuss. Das ist dann auch immer ganz interessant. Da gab es auch noch diverse andere Spiele. Warframe zum Beispiel, da gibt es auch eine Waffe, die dann so durch die Gegend schießt und an die Wände abprallt, wo ich dann natürlich auch wieder so einen Wiedererkennungswert habe. Hier der Schlangenmann, den gab es ja schon im Endeffekt in großem Stil im ersten Spiel, im spätersten Spiel. Der Schlangenkrieger ist natürlich immer wieder so eine Sache. Der sieht hier sehr stark aus wie der grüne Goblin von Spider-Man, ein bisschen so mit den lila Handschuhen, lila Kostüm und dann auch die ganze Art. Aber ja, natürlich, der Schlangenmann hat ja immer wieder die gleiche Wiederkehrungsfolge. Wir schauen uns die hintere Ecke mal an. Oh, das ist falsch rum, das muss ich drehen.
Hier ist es jetzt dann schon so, im Vergleich zu der anderen alten Verpackung, dass dann auch noch ein bisschen ältere Kinder beisitzen. Da wurde die Zielgruppe neu ausgerichtet. Man hat festgestellt, es spielen eher schon größere Kinder damit. Und dementsprechend hat man wahrscheinlich das Bild angepasst, vermute ich einfach mal. Ist eine reine Pauschalvermutung. Hier haben wir auch wieder verschiedenste Figuren. Hier der Ritter von edler Geburt. Berühmt für seine Kampfkunst, verteidigte die Armen, Kranken und Schwachen. Also der Ritter, der wurde hier gar nicht so ein bisschen darauf eingegangen, dass er eigentlich eine südländische Form hat. Er ist einfach nur der Ritter. Dann haben wir hier noch den Barbaren, ein perfekter Kämpfer, als muskulöser Krieger, der stark wie ein Bär. Er ist stark wie ein Bär. Ah nee, der stark wie ein Bär kennt er keine Furcht. Als muskulöser Krieger, der stark wie ein Bär kennt er keine Furcht. Sehr, sehr geschwollen geschrieben. Der Waldläufer, lautlos wie die Nacht. Also, es ist gar kein Priester, es ist ein Waldläufer. Aber wird auch wie ein bisschen wie ein Priester verkauft auf der vorderen Verpackungshälfte. Und in seinem Heim, dem Wald, stellt er einen ausgezeichneten Kundschafter dar. Ganz raffiniert, das war auch ganz typisch für die Zeit, dass man einer Figur zwei Charakteristiken gab. Auf der vorderen Front schaut er aus wie ein Priester. Auf den Erklärungen ist es ein Waldläufer. Kann man natürlich beides gut kombinieren und dementsprechend halt auch Identifizierungswerte damit gewinnen. Die wichtigsten Figuren sind immer die Hauptfiguren, weil damit natürlich die Kinder sich auch identifizieren und dann dementsprechend auch ja das wahrnehmen und kaufen. Der Zwerg, bekannt als Riesentöter, das ist gleich der Riesentöter. Seinen kleinen Wuchs wiegt er mehrfach mit Mut, Energie und Kraft. Auch da ist auch wieder so eine kleine Kombination der Riesentöter. Da kennt ihr ja natürlich jede Geschichte von David und Goliath. Und dann hat man da auch wieder so einen Wiedererkennungswert, der sehr viel mit Marketing auch zu tun haben kann. Oder auch mit Inspiration natürlich. Nemesis, der Kobrianer, der Herrscher der Finsternis, regiert das Land und seine Untergebenen mit seiner eisernen Faust. Also ja auch der typische Kobrianer. Muss man auch dazu sagen, ist natürlich wieder die Schlange, die wird sehr gerne verwendet in Videospielen, in Fantasy-Spielen, auch bei He-Man zum Beispiel. Wiederkehrende Charakteristik in der Fantasy-Welt natürlich weitaus ja, verbreitet. Manticore, Ork und 30 Ger. Ger, groß, primitiv, dumm. Ah, nee, Oger, 30, ja, nee, hier 3-0. Nee, 3 Oger, 2 Ork, ein Manticore. Also es ist ziemlich klein gesteckt von den Figuren hier. Dann gibt es noch eine Mumie, zwei Skelette und drei Seelenjäger. Im Spielaufbau haben die natürlich alle so ihre Bedeutung. Das große Fantasy-Abenteuerspiel, ein Spiel Abenteurer mit Mut, Verwegenheit und Kühnheit. Viele Jahre lang stürzte Nemesis, die Kobrianer, das Land in tiefe Finsternis. Er sandte Horden schrecklicher Wesen und Untote aus, die das Reich mit Verwüstung und Grauen heimsuchen. Die Herrscher des Alten Reiches schickten immer wieder Kämpfer, um Nemesis zu vernichten, doch keiner kehrte zurück. Die vier Besten unter ihnen sind die letzte Hoffnung des Reiches. Sie werden entscheiden, ob der Herrscher die Herrschaft Nemesis ein Ende bereiten wird. Oder ob das Reich für immer in der Finsternis versinkt, die letzte Schlacht beginnt. Also hier ist auch schon der Rollenspielwert sehr groß. Wenn man sich darauf einlässt, dann kann man da sehr, sehr, sehr viel rausholen und auch seine Charaktere spielen. Aber das ist natürlich immer darauf bezogen, wie man das spielt. Naja, von der Seite her ganz klar, da sieht man dann nochmal so einzelne Bilderchen. Es sieht von allen Seiten gleich aus, von daher brauche ich das nicht so groß zeigen. Wenn man es aufmacht, sieht man nochmal die Figuren. Und hier in bemalter und nicht bemalter Form, wie man das schon kennt. Die Figuren sind ja auch von Citadel im Endeffekt mitkreiert worden. 1091 war das. 1991, 1991. Dann bin ich jetzt wieder von der Zeit her richtig. Ich habe es ein bisschen später gekauft, so ungefähr 92, 93. Und jetzt machen wir das mal auf. Uff. So. Das ist ein bisschen staubig. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir den Platz hier gut hinbekommen. Also mal ganz kurz einen Blick in die Box. Das ist ja auch mal ganz wichtig. Das vergesse ich immer. Schieben wir mal das Ding ein bisschen höher. Machen mal einen Blick drauf. Jetzt muss ich wieder das Telefon weiter rein fixieren. So. Machen wir mal einen Blick drauf. Das ist jetzt ein bisschen Staub, weil das schon sehr lange auf dem Schrank steht. Und dann sieht man hier schon oh, ganz, ganz, ganz viele schöne, tolle Fächer, wo das alles reingearbeitet sind, die kleinen Strukturen.
Und da sind dann halt die Figuren so in kleinen Behältnissen drinnen. Dann hier natürlich die Spielanleitung, auf die wir nochmal kurz angehen werden am Schluss. Wir werden das jetzt aufbauen. Also, das wird ein bisschen schwierig, weil das ist ein Riesending. Deswegen auch meine Ansage, dass ich alle drei Spiele in der Spezialfolge machen werde zur 50. Folge. Ihr denkt euch, das ist nicht viel Zeit. Das ist viel Zeit, das wird lange dauern, wenn ich alle 2 Wochen eine Folge raushaue und auch mal ab und zu Pause mache. Dann werde ich natürlich bestimmt erst in 1 oder 2 Jahren das dritte Spiel auspacken. Für mich heißt das aber, dass das wenig Zeit ist. Ich bin jetzt schon gespannt, wie ich das machen soll, weil dafür brauche ich natürlich einen eigenen Raum. Dafür brauche ich viel Platz. Und das wird wirklich riesig. Und ich bin jetzt schon am Zittern, wann die 50. Folge kommt. Genauso ging es mir mit dieser Folge, weil ich ganz genau weiß, was das Aufbauen bedeutet. Und naja, wir werden das natürlich dann dementsprechend auch zusammenbringen mit Zeit. Wir haben jetzt ja Zeit, dann kann man auch das gleich spielen dann mal. Und das hätte ich davor nicht gehabt. Und das muss natürlich auch ein bisschen Sinn machen, das Ganze. Wenn ich das schon aufbaue, dann möchte ich natürlich auch meinen Sohn das zeigen. Und dementsprechend, ja, ich gucke mal, ob ich die Lichtverhältnisse hier besser hinbekomme. So. Ja, der Aufbau ist eigentlich simpel wie einfach. Da gibt es dann eben eine Bauanleitung, beziehungsweise die Burg des Schreckens. Das ist halt dann die Spieleanleitung. Es gibt auch noch ein zweites Heft, das gucken wir uns mal ganz kurz an. Da haben wir hier dann im Endeffekt, komm mit ins Abenteuerland. Das ist dann halt von Schwarze Auge ein Werbeprospekt. Das ist dann schon starkes Pen and Paper, wo eigentlich keine Figuren dabei sind, sondern nur Würfel und Charakterbögen. Was natürlich auch für die Kids, die wohl damit angefangen haben, ein schwieriger Übergang war. Man hat diese Figuren und die Figuren stellen dann natürlich einen gewissen Besitz dar. Und eine Personifizierung in Form eines Plastiksmodells. Hier bei Drachenhort war es dann wieder mit Figuren. Das ist auch ganz interessant. Ich glaube, das hole ich mir noch. Das finde ich auch sehr interessant. Ja, auf jeden Fall, das ist halt auch der schwierige Übergang zum Schwarze Auge-Hobby natürlich zu kommen. Wenn man jetzt einmal sich die Burg des Schreckens gekauft hat oder eben das Drachental, das sehr selten war, oder eben das Dorf des Grauens, ganz klar. Dann ist es auch schwierig, einen Übergang zu finden. Ich war dann tatsächlich, also ein bisschen Erzählung aus der eigenen Kindheit, ich war dann tatsächlich irgendwann mal in einem Spielzeugladen, der etwas sortierter war, der auch leicht Warhammer geführt hat und das Schwarze Auge. Das war ein bisschen größerer Laden, der hatte halt auch so Sachen, die halt eigentlich eher schwierig verkäuflich sind. Es war nämlich schwierig verkäuflich, was jetzt nicht gerade im normalen Supermarkt oder im Großspielladen lag, war dann eher schon Underground-Wissen. Da musste man tief in die Sache reingreifen. Wenn man das Werbeheftchen hier hatte und man ist zum Toys R Us gegangen und hat gesagt, ich will dieses Spiel, dann haben die gesagt, hä, nee, wir haben nur die drei. Ja, und dann war es das, weil das war einfach alles, was da war. Und dann musste man halt schon in spezielle Fachgeschäfte. Bei mir war es der Fedes, der war ein bisschen sortierter, ein bisschen ja, weit gefächerter. Und dementsprechend kam ich dann in den Toys R Us, der hat gesagt, nö, haben wir nicht. Ja, genau, deswegen habe ich auch das angesprochen, weil mich hat das Spiel interessiert. Ja, immer noch. Habe ich noch nicht gehabt. Jetzt brauche ich es. Drachenhort. Auf jeden Fall habe ich das Spiel gesucht und wollte es haben, aber niemand hatte das. Niemand. Und dann irgendwann kam ich in ein Fedesgeschäft, der das hatte. Und dann habe ich, also der nicht das hatte, sondern der die anderen hatte. Ich habe nach dem gefragt, dann haben sie gesagt, nee, das haben wir nicht. Das müssten wir erst wieder bestellen, aber wir haben all diese ganzen anderen Spiele. Und die Spiele habe ich mir dann auch sehr interessiert angeschaut. Sind ja tolle Bilder und so. Das Schwarze Auge, ja, das Zeichen kennst du. Das hast du doch bei Dorf des Grauens und Burg des Schreckens schon gehabt. Vom Tal des Drachen wusste ich zu dem Zeitpunkt gar nicht. Und dann habe ich mir die alle angeschaut, aber war dann mega enttäuscht. Da habe ich gefragt, wo sind denn die Figuren? Da hat der Verkäufer gesagt, da gibt es keine Figuren. Das ist ein Pen-and-Paper-Rollenspiel. Habe ich gesagt, nö, das ist ja doof. Und dann habe ich nichts gekauft. Nichts. Das war das Schwarze Auge für mich. Und dementsprechend hat sich das bei mir dann erledigt. Also ich wurde nicht als Kunde gewonnen durch die ersten drei Hauptspiele, die wohl dann Figuren dabei hatten. Weil ich habe nur mir diese drei Spiele dann im Endeffekt schön vorgestellt. Also hier haben wir hier auch so fast ein bisschen wie in einem Super Nintendo-Spiel diese tollen Kataloge, wo man halt die Lösung drinnen hat. Ein wunderschön gemachtes Aufbau des Spieles. Hier sieht man die Figuren alle, wie die Namen sind, wie deren Geschichte sind. Also schon sehr, sehr detailreich und sehr ins Detail gehend vom Charakteristischen der Figuren her. Da kann man sich wirklich schön reinleben. Da kriege ich jetzt nicht richtig Licht hin, tut mir leid. Da hat man nochmal alle im Überblick. Also man wird
nicht wenig versorgt mit der Charakteristik. Hier sieht man dann auch noch die Waffen, sehr schön equipmentmäßig. Die Schatztruhe, natürlich ein personifiziertes, itemifiziertes Grundwerk dieser Zeit darstellte. Und dann hier auch noch das Aufbau des Charakterbogens. Das ist im Endeffekt, das ist zwar im Grunde, wie hat man es genannt, die Gruftkammer. Ist hier Abbildung 3, ja genau, das ist die Gruftkammer. Ich glaube, das da war für den Bösen und das ist die Heldenschatzlage. Genau, das ist für die Guten. Das ist dann schon so ein bisschen so wie ein Item-Menü, das, wo man halt quasi als Spielobjekt hatte. Man hat es ja schon bei Dorf des Grauens gesehen. Ich werde darauf nochmal eingehen. Es ist sehr, 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 sehr schön gemacht. Dann hat man hier noch den Aufbau der Burg und da müsste man jetzt loslegen. Dementsprechend dieses Zusammenstecken, das werden wir jetzt dann kurz machen. Da werde ich aber ein bisschen schneiden, dass es nicht allzu lange geht, das Video. Hier haben wir noch die speziellen Waffen, die Goldwaffen. Und für mich hatte der Morgenstern eine große Bedeutung in dem Spiel. Beim anderen war es das Katana. Und der Morgenstern hat mich dazu geführt, dass ich bis heute den Morgenstern personifizierend für mich, für meine Charaktere gerne verwende. Vor allem der Zwillings- und Drillingsmorgenstern, den habe ich ja auch in. Elden Genau. Ja, das hat sich gereimt, das hat perfekt gepasst, super gemacht. Ja, dann haben wir hier noch die verschiedensten Figuren, wie man die zusammenbaut. Also das ist, glaube ich, schon in der Verpackung zusammengebaut. Hier hat man dann auch noch die Heldenablage, wie das Ganze gespielt wird. Hier sind diese Karten, die man immer wieder ziehen muss. Hier ist der Startpunkt, der ja auch in Videospielen sehr, sehr charakteristisch ist. Meistens mit einem Wasserfall, einem kleinen Brunnen und dann halt so eine symbolischen Türe, die dann den Eingang ins Verlies darstellt. Sehr schön gemacht. Also da muss man schon sagen, sowas gibt es heute gar nicht mehr. Das ist einfach raus aus der Zeit. Die müssen billig produzieren, papiermäßig produzieren. Also es gibt nur noch sehr, sehr, sehr wenige Sachen, die man auf dem offenen Markt findet, die für den großen Markt vor allen Dingen so hergestellt werden. Natürlich, wenn man jetzt in den Comicshop geht, kriegt man immer noch sowas. Aber für den großen, weiten Markt gibt es lieber diese einfachen, simplen Spiele, wo billig produziert werden können, wo nicht so viel dahinter steckt. Klar, Hero Quest wurde jetzt nochmal neu aufgelegt. Ich habe es mir immer noch nicht gekauft. Es interessiert mich nicht. Hero Quest ist für mich einfach passé nicht interessant. Auch wenn es bestimmt sehr gut ist, aber ich habe halt meine drei Spezies und die werden meine Spezies bleiben. Ja. Außerdem habe ich nicht das Geld für Hero Quest gehabt. Ich hätte es mir wahrscheinlich gekauft, wenn es erschwinglich gewesen wäre. Für 50 Euro hätte ich es genommen. Aber ja, vielleicht mal bei eBay irgendwann. Ja, hier auch nochmal der Aufbau. Hier sieht man dann nochmal, ist es wirklich schon zu Ende? Und dann hat man hier nochmal so einen Einstiegstext, dass man das Abenteuer weiterleben kann, dass man noch viele Abenteuer mit dem schwarzen Auge verbringen kann. Alles ohne Figuren war für mich völlig uninteressant. Auf der Rückseite hier nur das schwarze Auge. Beim Dorf des Grauens waren nochmal die Figuren in farblicher Gestaltung dabei. Das haben sie hier dann nach drinnen verlegt und das haben sie hier bei DIN A4 gemacht. Das andere war DIN A5. Das ist natürlich ein kleiner Unterschied, aber es blättert sich schön. Es ist wirklich sehr angenehm. Es macht mega Spaß, das durchzugehen. Auch so in den vielen Jahren später hier die Figuren. Und leider hier eben die Figuren nur einzeln, unbemalt. Und dann auf den Karton des Spiels an der Seite bemalt. Das war im alten Heft von dem Dorf des Grauens besser. Da war das dann auf der Rückseite. Vielleicht zeige ich sie nachher noch mal ganz kurz, wenn ich dazu komme und es nicht vergesse. So, ja, wir müssen das Spiel jetzt aufbauen. Und das ist eigentlich gar nicht so schwierig, weil die Anleitung brauche ich ja noch zum Aufbau. Das ist eigentlich gar nicht so schwierig, braucht aber einiges an Zeit, was natürlich auch schon viele Spieler zu der Zeit einfach wegbrechen ließ. Da haben sich jede Spielerschaft mit anfreunden können. Wenn da so viel gebaut wurde zuvor, und das ist natürlich auch der Unterschied, großes Publikum, kleines Publikum, Spieler oder Kinder von dem Spiel abbrachen. Also ich habe, wie gesagt, Dorf des Grauens nie nach Regel gespielt, weil es mir zu kompliziert war als Kind. Ich meine, wie gesagt, ich war da 10, 11 Jahre alt. Und mir war das als Kind tatsächlich zu aufwendig, das zu lesen. Deswegen ich einfach die Regeln so grund gelesen habe, so ein bisschen, und mir dann meine eigenen Regeln dazu quasi aufgestellt habe. Was auch völlig in Ordnung so ist. Ich war halt einfach auch eine jüngere Zielgruppe. Es gab ja auch ältere Zielgruppen, die dann voll eingestiegen sind, aber die waren dann meistens schon ein bisschen älter. Und dementsprechend, wenn man sich das mal hier anschaut, jetzt habe ich die Sachen hier, die Pappteile mal raus. Jetzt kann man sich das nochmal anschauen, wie das ausschaut. Und dann kann man sich schon vorstellen, dass da ein Kind darin im Endeffekt zerbrechen kann. Dann sagen manche Eltern, das kaufen wir nie wieder, das fliegt nur rum.
Ja, so ist es nämlich. Das fliegt nur rum. Mein Dorf des Grauens, das da habe ich zwar gerne gespielt, aber das war am Ende nur noch in 1000 verschiedenen Kisten in Einzelteilen zerfallen, weil die eine Figur wurde dann mal für Mighty Max benutzt, die andere Figur wurde dann mal für Warhammer verschandelt und dementsprechend, was heißt verschandelt? Ihr habt ja mal den Tyrant gesehen, den ich zu einem Dämonen für das Chaos gemacht habe. Nee, und dementsprechend sind die dann in verschiedenen Kisten verteilt gewesen. Hier ist der Manticore. Wirklich mega cool. Ja. Wahnsinn. Ja, man sieht hier jetzt, das ist schon sehr, sehr viel zum Aufbauen. Da kann ein Kind schon dran verzweifeln, wenn dann die Eltern nicht mitmachen oder auf sich allein gestellt ist. Dann ist natürlich die Frage, wie viel Lust und Laune hat das Kind, sich darauf einzulassen? Und da gibt es einen Großteil, der dann an Kunden auch wegbricht und das nicht mehr weiter verfolgt, sich lieber mit einfachen Sachen wie Fußball beschäftigt hat. Und ich habe euch auch mit Fußball beschäftigt, so ist es nicht. Aber es ist halt dann ja, wahrscheinlich auch der Grund, warum man es heute sehr einfach macht. Man hat gemerkt, dass man mit viel Fantasie zwar Geld machen kann und auch Noten setzen kann, aber auch viel, 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 viel Verlust rechnen kann. Weil einfach die Kunden wegbrechen und dann ist es halt einfach schwierig. Es wäre jetzt nicht gerade ratsam zu den 2000er Zeiten noch gewesen, dieses Spiel neu aufzulegen. Heute auch durch die Big Bang Theory und sowas ist der Nerd natürlich ein geborenes Individuum. Früher war der Nerd natürlich der, den man auf die Nase gegeben hat. Aber heute ist das schon ein bisschen anders gestrickt. Deswegen wird auch sehr viel geremaked. Deswegen gab es jetzt auch das Hero Quest, weil man da natürlich schon den spezielleren Markt gefunden hat. Eine feste Käuferschaft, die wo auch dann danach sucht, das macht dann Sinn. Deswegen bin ich mir auch sicher, dass das Dorf des Grauens bis zum Tal des Drachens und die Burg des Schreckens auch irgendwann wieder auf den Markt kommen werden, weil halt einfach der Markt jetzt da ist. Damals war er nicht so gut verteilt. Ah ja, genau, hier sind diese kleinen Dinger, diese Noppen, die muss man rausziehen, um dass man das dann aufs Spielbrett festfixiert. Ganz klug gemacht. Aber ich werde das jetzt nur mal lose draufsetzen. Wir wollen das hier nur kurz sehen. Ich versuche das jetzt aus dem Kopf heraus, weil wenn ich da mit Anleitung arbeite, komme ich nicht voran. Ich kann das so ganz gut. Ich kenne den Aufbau in- und auswendig. Meine Kindheit über hat er mich verfolgt. Man hat ja das dann auch zweckentfremdet, wenn man es dann auch mal aufgebaut hat. Dann hat man damit auch andere Dinge gespielt. Da werden wir wieder bei dem Aspekt Rollenspiel. Wenn man das nicht nur im Schrank stehen hatte und für einen Familienabend einfach ausgepackt hat, sondern sich da wirklich voll drauf eingelassen hat, dann hat man dann auch andere Sachen damit gespielt und dementsprechend auch seine ganz eigenen kreativen Rollenspiele entwickelt. Also wie gesagt, zu dieser Kritik, die da mal stand, die leider gelöscht wurde, dass das kein Rollenspiel sei, das macht man wirklich sich selbst aus, wie man damit gespielt hat. Jetzt haben wir hier die Burg schon quasi zusammengesteckt. Das ist natürlich ein bisschen oberflächlich, da kommen noch die Fahnen hier dran. Die kann man auch überall so dran machen. So, Fahne 1. Schön ist auch, dass das Papier noch dran ist. Diese Aufkleber, die sind oft nicht mehr dabei. Also ein komplettes Spiel zu bekommen, ist schon schwierig geworden. Beim Dorf des Grauens ist es noch leichter. Das kriegt man noch öfter komplett, ist aber teurer, weil es einen höheren, ja, eine höhere Verbreitung hatte. Das hatten einfach mehr. Und umso kleiner die Teile, umso mehr ging natürlich verloren. Man kann damit rechnen, wenn man sich das Dorf des Grauens kauft, zahlt man ungefähr 80 bis 120 Euro. Die Burg des Schreckens geht recht günstig, da kann man mal für 40, 50 Euro rechnen. Gibt jetzt aber auch schon einige Reseller, die das natürlich sehr teuer anbieten, weil sie wissen, aha, das Thema funktioniert gerade, die sind genauso schlau wie in jeder Konzern. Und tun dann dementsprechend die Preise hochdrücken. Darauf würde ich an eurer Stelle nicht reinfallen. Schaut, dass ihr da wirklich sucht und Geduld habt. Also ich bin ein sehr geduldiger Mensch. Ich habe für alle Teile zusammen, habe ich sehr lange gesucht und habe dann 5 Jahre lang für meinen Sohn die zusammengeschraubt. Also schrittweise gekauft und immer geguckt, dass ich was Günstiges bekomme. Und ich muss dazu sagen, ich habe für alles jetzt zusammen, für alle drei, für Dorf des Grauens und Burg des Schreckens habe ich im Doppelpack 40 Euro gezahlt. Und für das Tal des Drachen habe ich einmal 80 gezahlt, weil das war doch ein bisschen seltener. Da musste ich tief in die Tasche greifen. Aber im Grunde habe ich wenig gezahlt. Also wer die Preise vergleicht und sie kennt, der weiß, dass ich da gut weggekommen bin. Vor allem für das Tal des Drachen. Das habe ich jetzt auch mittlerweile schon für 200 gesehen. Nee, das habe ich auch zwischenzeitlich sehr viel für 200 gesehen. Lasst euch nicht beirren.
Lasst euch da nicht verarschen. Kauft euch das, wenn es günstig zu finden ist. Ich meine, klar, derjenige, wo es verkauft, will auch noch was davon haben. Also bleibt fair. Schaut, wie weit ihr gehen könnt. Und geht so weit, wie es nötig ist. Jetzt muss ich mal ganz kurz hier zusammenstecken. Ich bin jetzt gerade am Zusammenstecken der Wände. Ist ein bisschen schwierig. So. Ja, aber ich meine, bleibt realistisch. Ich würde sagen, in der jetzigen Zeit, wo es auch ein bisschen in die Moderne kommt und sowas und auch ein bisschen wird durch die Hero Quest und sowas auch wieder ein bisschen ausläuft und so, ich würde sagen, für das Teil des Drachen dürft ihr 100 Euro zahlen. Das ist in Ordnung, das ist fair. Wenn es in sehr guten Zustand ist, auch gerne 120, 150. Wirklich auf Zustand achten. Und für die anderen zwei Spiele zahlt bitte nicht mehr als 50 Euro. Das ist wirklich nicht mehr wert. Du kriegst das Spiel wirklich noch gut und häufig zu finden. Alles andere ist dann fast schon meines Erachtens nach Abzocke. Und dann müsst ihr dann halt schauen, ob euch das wert ist. Ist auch keine super Empfehlung im Endeffekt. Könnt ihr natürlich auch mehr für ausgeben. Je nachdem, wie der Wert steigt oder sinkt. Also da kann es dann natürlich auch sein, dass es in 5 Jahren plötzlich dann 300-400 Euro kostet und ihr dann verzweifelt danach sucht. Also schaut auf den Markt, wenn ihr das wollt. Jetzt habe ich es hier so ein bisschen zusammengesteckt. Also beim Tal des Drachen, wenn er das für 100 kriegt, dann greift auf jeden Fall zu. Da macht er absolut nichts verkehrt. Da habe ich lange für gesucht. Jetzt muss ich das bloß noch richtig reinbekommen. Ich glaube, ich habe es irgendwo falsch angebaut. Das da hier stimmt nicht ganz. Irgendwie ist das jetzt nicht richtig. Oh nein, ich weiß es auswendig. Ja, ja, bla bla. Ganz großes Kino. Ganz großes Kino. Warte mal, wie war das? Das müsste aber stimmen. Ja, irgendwie habe ich mich hier verhakt. Ah ja, hier. Da ist die größere Schnittstelle. Dann muss das dann nochmal raus. Oh oh. Das da geht aber tief. Ich bin verwirrt. Das da geht auch. Nee, das da geht nur halb tief. Nee, dann ist das Eingangsmodul. Da ist so rum. Jetzt hat. Schauen wir mal. Jetzt passt auch von den Farben hier, glaube ich, wieder zusammen. Ja, sehr schön. Sehr schön. Da muss man schon ein bisschen rumarbeiten. Also so ganz auswendig weiß ich nicht mehr. Man sieht es auch in den Bildern. Hier zum Beispiel das Skelett, das man hier an der Seite sieht. Das verbindet sich natürlich dann mit dem Ding. Oder hier auch das Tor. Das passt da schön hin in den Gartenbereich. Also muss man dann schon ein bisschen gucken, wie das zusammengehört. Jetzt habe ich es dann gleich geschafft, hoffe ich. Also es lässt sich auch sehr schnell zusammenbauen, wenn man es geübt ist. Wenn man das die erste Mal in der Hand hat, da braucht man 3-4 Stunden. Da ist man wirklich gut beschäftigt mit. Musste man ja auch noch aus den Bögen, da kann ich mich noch gut dran erinnern. Mein erstes, die Burg des Schreckens, habe ich mal komplett aus den Bastelbögen rausgezogen. Das war wirklich, da waren die noch in so Papierbögen dabei. Schade, dass ich die nicht habe. Da musste man die dann so aus der Stanze raus. Und da ist auch ein Unterschied. Es gibt welche, die wohl mit Stanze waren. Es gab welche, die ohne Stanze waren. Ganz interessant. Und wenn man die Stanze noch dazu hatte, man noch so Background gehabt, den hätte man noch verwenden können. Ja. Jetzt ist natürlich das, ich kann jetzt das ins Endlose führen, weil wir müssen jetzt dann auch natürlich, und das Video soll ja auch nicht allzu lange gehen, wir müssten jetzt dann noch hier überall diese Steckvorrichtungen reinmachen, die dann im Endeffekt das Ganze festmachen am Brett. Das ist aber unnötig für das Video. Da sieht man hier, das kommt dann so an die Seite und wird dann so dran gesteckt, dass das festhält. Ist aber jetzt fürs Video eher unnötig. Und wir hätten noch 50 solche Türen zu verbauen, die man, da sind auch noch solche Gegenstücke. Ich glaube, die sind in dem Beutel. Nein, sind sie nicht. Wo sind die Gegenstücke? Ah ja, da war einmal das da. Wo ist denn der Rahmen? Wo sind die Rahmenstecker? Ah, hier ist einer. Wir machen das einmal prophylaktisch zum Zeigen. Ich werde jetzt nicht alle Türen aufbauen, weil sonst sind wir hier locker noch eine halbe Stunde beschäftigt. Die Türen haben so eine Steckvorrichtung. Das kommt rein in das Papier und dann wird das dann so hier zugesteckt. Und dann kann man die auf und zu machen. Das werde ich einmal vorführen, dass man weiß, wie es geht, wie es aussieht, wie die Wirkung davon ist. Weil das ist natürlich auch der Dungeon, wo dann im Endeffekt die Tür aufgeht, die fremde Tür, die Lore der Tür. Die Lore der Tür ist natürlich sehr wichtig. Das darf man nicht unterschätzen, wie zum Beispiel beim Film Labyrinth. Da ist ja auch die Tür ein ganz wichtiges Element. Oder grundsätzlich auch in Videospielen sind Türen sehr, sehr gewichtig. Ich krieg das nicht richtig rein. Was ist hier los? Was ist das für ein Käse? Ich rasch gleich aus. Ich glaube, das ist die falsche Tür.
Gibt es unterschiedliche Türen? Ja, es gibt unterschiedliche Türen. Okay, das wusste ich nicht mehr. Okay, jetzt haben wir hier eine Tür, nur mal um so das zu zeigen. Gehen wir mal ein bisschen auf Ego-Perspektive. Jetzt bin ich in diesem Raum, in dem Dungeon. Und wenn man sich da schön rein interpretiert, oder habe ich ein ganzes Teil vergessen? Wo kommt das denn her? Ja, da hinten. Danke. Ja. Wenn ich dich nicht hätte. Ich habe jetzt eine ganze Trennwand vergessen. Das wäre schon ein bisschen peinlich gewesen. So. Ja, da hat man halt dann seine Figur. Da tue ich jetzt mal auch eine raus. Ich werde mir meine Lieblingsfigur aus der Serie nehmen. Und das war der Ritter. Da nehme ich meine Lieblingsfarbe. Und meine Lieblingswaffe natürlich. So. Jetzt nehmen wir mal an, der ist da jetzt gerade unterwegs und ist hier in diesen Raum gelangt. Und dementsprechend möchte er dann voranschreiten. Hier ist jetzt die Tür nur einseitig, das heißt, es gab nur einen Eingang. Da war dann meistens noch, und das ist ja das Interessante, der Schatz, der musste dann gefunden werden. Wir wollten das nochmal ganz kurz anders machen. Nehmen wir mal an, mein guter Ritter hatte, als er reinkam, den schwachen grauen Morgenstern. Dann stand da meinetwegen schon ein Ork. Oder nee, warte, hier passt ein Skelett für mich besser. Ein Skelett. Und ja, dann habe ich halt, dementsprechend hat man ja Wurfergebnisse gezielt mit den guten alten Würfeln. Das werden wir auch mal ganz kurz ausprobieren. Klack, dann habe ich gewürfelt. Das war die 6. Und dann bin ich halt 6 Felder reingegangen und konnte diese Tür öffnen. Da ist das Skelett. Das will hier den Schatz beschützen. Und dementsprechend hat mein Ritter Hubertus den Weg hierher aufgeschlagen und er hat noch 3 Lebenspunkte. Es wurde ausgewürfelt oder mit Trefferkarten ausgecheckt, wer den Schaden verteilt hat. Es konnten auch Helden sterben, die gingen dann zurück zum Anfang, ganz typisch für ein Spiel. Und dementsprechend, wenn er jetzt gewonnen hätte, wäre das Skelett natürlich besiegt worden. Und dann geht es wieder weiter vom Logistischen her. Dann hat man hier, wie schon in der Dorf des Grauens Folge besprochen, seine Heldenkiste. Da kamen dann zum Beispiel die Karten, die man immer zieht, rein. Wo dann auch, wie beim Dorf des Grauens, das alte Label, der orgschlagene Barbar, der Ork besiegenden Barbar und der besiegende Barbar den Ork. Diese Karten, die musste man immer am Anfang ziehen, soweit ich das weiß. Hat sie sich dann da reingesteckt und konnte man Hitpoints verteilen. Und dementsprechend hatte man hier sein Gefängnis. Ich habe das Skelett besiegt, dann kam das hier rein in den Kerker. Das war dann sowas wie eine Trophäe. Und man konnte dann natürlich auch noch sich Münzlein verdienen. Dann hat man halt hier eine Münze bekommen, hat die dann so reingesteckt. Das war halt dann sowas wie das eigene Charakterprofil, der eigene Treasure, wo man alles ablegen konnte. Und zu guter Letzt, was es natürlich auch schon im Dorf des Grauens gab, waren dann verschiedene Items, die einem halfen. Zum Beispiel diese Pegasus-Schuhe, die einem schneller machten oder halt weiter laufen lassen konnten. Die dann im Endeffekt, wie schon beim Dorf des Grauens, ja, ich erwähne das Dorf des Grauens oft dazu, im Endeffekt bei den Figuren hier eingestanzt waren, deswegen hatten die so Löcher und wenn man ihn besiegt hat, konnte man noch hier zum Beispiel diesen Item, das sind jetzt glaube ich Hände, was ist das? Ich weiß es nicht mehr, sieht aus wie Hände. Was war das? Ich weiß es nicht mehr, was es war. Hätte ich lieber einen Trank genommen, dann würde ich jetzt nicht so blöd dastehen. Nee, ich glaube, das war irgendwie so ein Feuer oder so, ich weiß es nicht mehr. Eine Bombe? Eine Bombe, eine Granate, eine Handgranate! Ja, eine Handgranate. Nee, ich weiß nicht mehr, was es war. Ich glaube, es war sogar was zum Werfen. Ich bin mir jetzt echt nicht sicher. Es ist schon sehr lange her. Wir werden es dann demnächst mal spielen und dann werden wir mal wieder nachsehen. Ja, da konnte man halt hier seine Trophäen rein. Meistens hat man es dann so gemacht, wenn jetzt zum Beispiel der Held eben den Skelettkrieger besiegt hat, dann hat er sich den Schatz da geholt. Und in dem Schatz war, wer hätte es gedacht, und jetzt Zauberei, schaut mal, was da drin ist. Das hat man ja schon vorne in der Hand. Den goldenen, längeren Schwengel. Das gute Ding. Ja, das größere, den größeren Morgenstern, den längeren Morgenstern, den goldenen Morgenstern, der natürlich dann auch mehr Schaden machte. Dann hat man meistens so im Spiel, hat man sich sein altes Item da wieder reingesteckt. Normalerweise gehört das dann in die Schatztruhe, aber oft hat man sich das dann als Trophäe noch mitgenommen. Einfach aus Prestigegründen, weil es Spaß gemacht hat. Ja,
Ich tue noch mal ganz kurz die anderen Helden genauer anschauen. Und dann sind wir ja fast schon beim Ende. Kleinen Moment, ich hole die anderen Helden raus. Die sind dann nämlich so schön reingestanzt, wie so in der Charakterbasis hier. Ach, na, kommt schon raus. So, dann werde ich die hier mal alle kurz aufbauen. Dim, 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 dim. Ja, da kriege ich richtig Lust, das zu spielen. Schön, dass das jetzt hierher gepasst hat und wir nicht umziehen mussten. So, dann kann man hier mal die Charakterblöcke raus. Lassen wir uns doch spielen. Ja, danach, nicht während des Videos. Das würde zu lange dauern. Ein Spiel, also ich bin so bei ein, zwei Stunden, wenn ich das Spiel spiele, braucht vom Aufbau her eine halbe Stunde, wenn man es kennt. Und dann ein, zwei Spielstunden, manchmal auch mehr, je nachdem, wie man es spielt. Wenn man es recht ausführlich spielt, so wie wir, kann das auch mal 3 Stunden oder den ganzen Abend dauern. Bei Warhammer-Kämpfen bin ich eher über die ganze Nacht verteilt, aber das liegt auch daran, dass ich die zweite Edition noch spiele. Und dann hat man hier, wie man das schon sieht, dann im Endeffekt seine Helden aufgebaut. Natürlich, wohlgemerkt, wenn sie am Eingang sind, noch alle mit grauen Waffen. Da hat man hier den Degen, das ist natürlich den Elf seine Waffe, oder den Waldläufer seine Waffe. Der Barbar kriegt hier jetzt mal das Schwert hier auf der Verpackung. Und der Zwerg sollte natürlich den Hammer bekommen. Schauen wir mal, ob wir einen Hammer finden. Der kriegt gleich den Goldhammer, da muss ich nicht so lange suchen. So, ja, normalerweise am Eingang haben die dann halt alle normalen Standardwaffen, die grauen Waffen. Und hier kommt dann auch, wie schon erwähnt, da ist dann der Ablagestapel von den Karten, was man hier auch schon angedeutet bekommt, schön. Da kommen diese Karten hin. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob man die mit Geld kaufen konnte. Da bin ich mir jetzt gar nicht sicher. Oder ob man die als Trophäe bekam. Da müsste ich nochmal nachlesen. Es ist schon ein bisschen her. Ich glaube, 4 Jahre ist es jetzt her, dass wir es das letzte Mal gespielt haben. Oder 3. Ich Ja, weiß es nicht. kam Corona dazwischen, kam Gymnasium dazwischen und jetzt ist halt viel Lernen angesagt. Da kommt man nicht zu viel und wir haben ja auch noch andere Hobbys. Das ist ja sehr breit gefächert bei uns hier im Palast, Zu der viele Spielzeug. Hobbys. Zu viele Hobbys. Hobbykrank. Hobbykrank, süchtig. Oh. Nee, dann haben wir hier den Manticore. Ich glaube, der war da noch irgendwo da draußen im Gartenfeld des Schurkens. Da müssten natürlich noch die Türen ran. Deswegen war die andere Tür verklemmt, weil die gehört hier ran. Die gehört zur großen Burg. Da hat man dann hier so die Türen ran gemacht. Und das Witzige war, es gab auch eine Charakterbasis für den Bösen. Das war dann das da hier, soweit ich das im Kopf habe. Wo dann im Endeffekt der Böse sein Zeug sammelt. Das war ja auch ein bisschen so auch davon her abgeleitet. Der, wo den Bösen gespielt hat, war der Spielleiter, der Spielmaster. Er war gleichzeitig böse und der Spielleiter. Der Spielemaster. Der Spielemaster. Und das war, glaube ich, dann in dem Fall natürlich dieser Cobra Kai, der wo dann hier oben auf der Burg wartete, um dann im Endeffekt der Nemesis heißt er, der Nemesis, um dann halt auch natürlich dementsprechend die Helden daran zu hindern, die Burg zu erobern, was ja vielen Helden nicht gelungen ist. Und ich muss dazu sagen, bei der Burg des Schreckens ist es so, egal wie oft ich es gespielt habe, meistens hat der Böse gewonnen. Es ist ein bisschen unausgeglichen gewesen, deswegen musste man Regeln dazu erfinden. Beim Dorf des Grauens war es leichter, aber langwieriger. Und bei der Burg des Schreckens war es doch ein bisschen, da musste man schon die ein oder andere Runde nochmal gehen, weil der Nemesis schon sehr reinhaut wegen dem Manticore. Mal hier noch den Ork. Dann haben wir hier noch den Riesenzyklopen, würde ich sagen. Ja, das ist ein Zyklop mit der Keule. Dann haben wir hier noch die Mumie. Mumie. Also auch so ganz typische Figuren. Dann haben wir hier noch den Spectre, würde ich sagen. Ich weiß jetzt nicht, wie die genaue Bezeichnung war. Halt das Gespenst, das Schlossgespenst. Sehr, sehr schön gemacht. Der Und Seelenesser. der Seelenesser, sehr gut gemerkt. Oder Seelenfresser, ich weiß es nicht. Ja, ich glaube, das waren noch alle genau. Ja, Stratos gibt es keinen. Nö. Traurig. Traurig, aber wahr. Ja. Leider habe ich noch so ein bisschen Nachhusten, entschuldigt mich von der Corona-Infektion, die wir hatten. Harte Zeit. Heftig, heftig. Ja, kommen wir noch mal ganz kurz zu den Details. Da haben wir hier auch noch diesen Würfel, den hat man ja schon in im Dorf des Grauens. Mit diesen 2 Schwertern, ein Schwert, gar kein Schwert, das dann eben auch die Treffer ein bisschen entscheidend machte. Und zu guter Letzt hat man hier dann auch noch dieses Würfelsystem, das wir ja auch schon kennen. Das Zepter. Das Zepter, da wird ausgewürfelt, wer als erstes läuft, gelb, grün, blau oder rot. Und man spielt es am besten tatsächlich zu viert, weil da macht es dann natürlich am meisten Spaß.
Wenn man zu zweit gespielt hat, konnte man zwei Figuren steuern. Das hat man meistens auch so gemacht. Und wenn man zu dritt gespielt hat, wird es schwierig, weil dann eine Figur im Endeffekt ausblieb. Die hat dann entweder noch der Spielemeister mit übernommen und den ganz schlecht spielen lassen oder halt wie man möchte. Jetzt gucken wir uns noch mal ganz kurz die Details der Inneneinrichtung an, weil da sind auch noch ein paar Kleinigkeiten. Jetzt tue ich die Figur noch mal weg. Schwupp, schwupp. Alles nicht so einfach hier. So, da hinten den Beutel mit den Münzen. So, dann haben wir das da hier, das kann auch wieder weg. So, dann gehen wir auf die Details ein. Dann werde ich jetzt mal da hinten ein bisschen schieben. So, was halt auch schon schön ist, was ich ja auch schon gezeigt habe, der Haupteingang ist wirklich die Base. Die macht halt wirklich schön Spaß, weil man kommt rein in das Spiel und wenn man sich schön reininterpretiert, dann hat man wirklich hier so den Startpunkt von Zelda, den Startpunkt von Secret of Mana, das gute alte, ja, Label des Fantasy-Rollenspiels, der Brunnen, der Wasserfall, das Tor zum Einkehren. Ich glaube, da haben wir hier noch ein spezielleres Tor gehabt. Ja, da ist halt dann hier irgendwie so ein Tor gewesen. Das muss man halt auch noch dran machen. Da bin ich jetzt ein bisschen faul. Faul bin ich. Sind schon bei 50 Minuten. Ja, dann haben wir hier noch im zweiten Raum, und das ist noch so eine kleine Detailbrücke. Da hat man hier eine Bibliothek. Man sieht es hier schon, Bücher liegen am Boden. Dann hat man hier so ein Bücherregal. Hier sieht man so den Manticore-Kopf. Das ist wahrscheinlich die Frau vom Manticore. Wir wissen es nicht. Der ist ausgestopft worden. Der hat seine Frau gegessen. Man weiß es nicht. Dann im nächsten Raum hat man eher so einen normalen Raum, der ein bisschen leerer eingesiedelt ist. Das Interessante an dem ersten Raum ist natürlich noch, wenn man sich das nochmal genauer anguckt, dass hier im Endeffekt, da muss ich jetzt ein bisschen gucken, wie ich das mit der Kamera mache. Da, alles zerfällt. Ich habe die Burg des Schreckens zerstört. Sehr schön. Was im ersten Raum noch ganz interessant ist, deswegen drehe ich das jetzt so ein bisschen, ist hier dieses Bilderkabinett. Da hat man hier im Endeffekt so ein schönes Bild mit einem Ritter drauf und einem Pferd, der in die Ferne in die Burg schaut. Das ist dann wahrscheinlich auch die Burg des Schreckens. Und wenn man das dann so dreht, da konnte man durchgehen, dann war hier ein Spiegel und hat dich dann halt quasi in den nächsten Raum befördert. Ganz interessant gemacht. Das Ganze gibt es hier hinten nochmal. Da war es dann ein Bücherregal, Drehungsspiegel, anderer Raum. Ganz, ganz schön gemacht. Vor allem auch dieses Schattenspiel, wo man hier so sieht, dass man auch noch Schatten der Personen im Spiegelbild sieht. Idealerweise wäre es natürlich ein echter Spiegel gewesen, aber das wäre dann fast schon zu weit gegangen, weil man musste natürlich auch kostendenkend das Spiel kreieren. Was auch schön ist, dass da eben die Untergründe zusammenspielen, wie ich hier schon gezeigt habe, mit dem Skelett, das verbunden mit der Mauer ist. Oder hier auch die einzelnen Räumlichkeiten. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich alle richtig gemacht habe. Hier ist dann so der Küchenraum gewesen. Ja, ich glaube, ich habe es ein bisschen falsch gemacht. Dann haben wir hier so einen Kaminraum, da wo dann so ein Licht an der Wand lodert. Und jeder Raum hat also so ein bisschen seine eigene Charakteristik. Die einen ein bisschen mehr, die anderen ein bisschen weniger. Ah ja, das Stück hier ist, glaube ich, falsch. Das gehört dahinter. Ist jetzt auch nicht so schlimm. Aber ja, so viel dazu, würde ich sagen. Wir schauen uns nochmal die Bögen im Einzelnen an. Geht es ein bisschen leichter. Hat man hier so eine Ratte in der Küche rumlaufen, die da so runterklettert. Ganz typisch und schön. Dann ein bisschen Krüge, die wohnen da drin reingeschüttet. Ist ein kleines Echsenwesen. Ich weiß es nicht. Nee, das ist nur ein Schatten. Ich sehe da wieder zu viel drinnen. Dann hier so die typischen Candle-Aufsteller. Ganz pragmatisch. Auch für mich natürlich sehr bedeutend, weil ich Castlevania liebe. Und hier dann noch so ein Banner, wo man dann auch noch verschiedene Hintergrundeindrücke sieht. Wenn wir mal alle drei Spiele anschauen, schauen wir uns mal, ob die Banner mehr Bedeutung haben. Das wäre ganz interessant zu erfahren. Einmal hier ein Bücherregal, auch ganz schön gemacht hier mit Spinnennähten, Spinnennetzen an der Seite, dass das so ein bisschen alt und rustikal wirkt. Wie gesagt, der Manticore-Kopf, der ist mir jetzt zum ersten Mal aufgefallen tatsächlich. Das war dann die Frau vom Manticore oder andersrum. Hier haben wir dann noch so zwei so Geister an dem Tor dran. Sehr, sehr schön gemacht. Hier auf der anderen Seite nochmal ganz typisch. Hier ein bisschen Schimmel und Morast auch ganz geil gemacht. Mega, wie der Schimmel hochwächst. Dann hier noch so ein kleines Feuerchen, wo man hier sich so noch ein paar Töpfe warm hält. Sehr, sehr schön. Also die Bögen sind wirklich traumhaft schön. Wer sich da nicht rein interpretieren kann, wer da drin nicht eine ganz eigene Welt kreiert, der sollte das dringend für sich entdecken. Das ist wirklich toll. Hier ein Ork, das ist die Ork-Oma oder der Ork-Graf. Der wo zum Schloss dazugehört, zur Burg.
Dann haben wir hier nochmal dieses Bild. Ah, das ist kein Ritter, das ist ein Ork, wo der reitet jetzt, wo ich es genau anschaue. Das ist sogar eine kleine Signatur. Sehr witzig gemacht. Hier das Spiegelbild, auch hier mit diesen fluktuierenden Schatten. Sehr, sehr schön hier. So einmal ein bisschen Mauerwerk und ein paar Ketten, das ist auch okay. Muss ja nicht immer gleich übertrieben sein. Hier haben wir nochmal den Rest der Ork-Familie, Ork-Boss, Ork-Mama. Dann haben wir hier noch nochmal so ein Bücherregal, auch mit so einem Totenschädel, auch wieder Spinnenfäden. Sehr, sehr schön gemacht. Hier der Ausgang. Da sieht man jetzt nochmal den Flur vom ersten Gang. So ein schönes Geäst natürlich. Wasserspeier, Wasserfall, Wasserfall, ganz wichtig. Ich würde ein Spiel alleine nur mit Wasserfall im Endeffekt nochmal kreieren für die Reihe, weil es gut passen würde. So, dann haben wir hier noch das Skelett, das wohl natürlich mit dem Boden verbunden ist. Hier die Tür, ein paar Pfeile, würde ich sagen, oder Räucherstäbchen im Kessel schlummern. Ein bisschen Gebüsch, ganz, ganz wichtig. Ganz viel Natur mit reinbringen. Hier dann auch noch so von der Küche der Küchentisch mit verschiedenen Essensresten. Auch wieder ein Banner, sehr, sehr schön gemacht. Wir sind gleich alle durch. Dann haben wir hier nochmal auch Teile von der Küche. Hier sind auch mal nochmal die Mäuse unterwegs, ganz lecker. Ganz typisch für die Zeit und heute noch typisch für den jenen Städten. Auch hier schön gemacht. Wirklich toll, was ist das für ein Käfer? Ich weiß es nicht. Hier ein bisschen Mauerwerk, nichts Besonderes. Und dann kommen wir hier zum Schlusslamsang. Da mache ich hier dann nochmal so einen Torbogen, ganz einfach gehalten. Kleines Feuerchen, zu einem Fetzen runterhängen. Hier noch ein paar Kessel, ein paar Waffen natürlich, ein paar Lanzen, die wohl an der Wand hängen. Und vom Größenverhältnis natürlich völlig gigantisch. So eine Lanze ist so groß wie die Figur. Gibt in dem Spiel keine Lanze, die dabei ist, die so groß ist, aber passt sehr gut sich an. Dann haben wir hier nochmal den Hintergrund, nochmal ein bisschen geäst. Ganz typisch Fantasy-artig. Und dann hier der letzte Bogen. Und dann kommen wir auch dann zum Schluss letzten Endes. Da ist dann nochmal ein bisschen Mauerwerk, nochmal ein bisschen Fässer, Steinwand. Und den schönsten zeige ich zum Schluss. Den schönsten Raum. Naja, das ist der zweite. Also hier nochmal Mauerwerk mit Bibliothekenteil. Und dann hier, da ist auch sehr schön, da ist nochmal ein Kamin, der ein bisschen ausführlicher ist. Hier mit so ein paar Waffen drüber und ein Geweih. Und hier nochmal so ein Tisch mit Totenschädel und Kerze. Und mein Lieblingsraum ist natürlich der hier, da wo die Ritterrüstung auf einen wartet. Da steht dann die Ritterrüstung an der Wand gelehnt und ein Helm. Wirklich toll gemacht. Fantasie pur, macht richtig Spaß. Also da kann ich mich stundenlang reinversetzen, auch in so einen schönen Fantasy-Baum, der dann auch noch so eine Fratze angedeutet hat, aber nicht wirklich. Das sind halt so Sachen, wo die Fantasie beflügeln. Und ja, das war's im Endeffekt. Hier nochmal die Basis vom Gegner, der hat dann die Münzen hauptsächlich gehabt. Hier konnte dann noch so verschiedene Steckplätze auswählen, wo halt dann die Schätze zu finden sind. Und hier weiß ich gar nicht mehr, was da reinkam. Ich glaube, ja, ich weiß es nicht. Ist vorbei. Award out. Nein. Ja, nee. Freut mich, dass ihr so lange dabei gewesen seid. Wer von Anfang an dabei war, in den 25 Folgen Zeitreise. Ich hoffe, dieses etwas längere Special hat euch Spaß gemacht. Wir haben die Burg des Schreckens kennengelernt. Und wie gesagt, wie versprochen, habe ich sie noch gezeigt. Und dann beim nächsten Mal werden wir das Tal des Drachen zeigen und dann auch alle drei Burgen miteinander variieren. Das Tal des Drachen ist ein bisschen kurzatmiger, weil es sehr schnell zusammenzubauen ist. Es ist ein bisschen kleiner wie die Hauptspiele und deswegen werden wir da alle drei nochmal wirklich eingehend ansehen. Vielleicht, ich weiß noch nicht, ja, ich will jetzt nicht zu viel versprechen, ob ich sowas hinbekomme, Livestream oder sowas, mal mit Leuten spielen oder so, das wäre cool. Das würde ich gerne mal machen, aber mal gucken. Ja. Dann bei der nächsten Folge Zeitreise werden wir auch nochmal ein kleines Special machen. Das wird zwar nicht keine Jubiläumsfolge sein, aber wir werden nochmal in die Welt der Crash-Test-Dummies zurückkehren, weil da haben wir noch einige Sachen dazu bekommen. Und ich kann auch gleich versprechen, die X-Men, also die große X-Men-Folge, wo dann wirklich alles gezeigt wird, wird noch ein bisschen auf sich lauern werden, weil ich die Crash-Test-Dummies natürlich als zweite Folge nach dem ersten Folge mit der Dorf des Grauens vorziehe, weil es kam Dorf des Grauens. Und dann kamen die Crash-Test-Dummies. Also das nächste Mal werden wir nochmal richtig geil in die Welt der Crash-Test-Dummies reinschauen. Da könnt ihr euch drauf freuen. Und bis dahin, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ihr könnt uns dafür deabonnieren.